Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht's mit Super Mario RPG auf der Nintendo Switch mit Part 17. Wir sind da frisch hier angekommen bei der Königin Valentina, haben im letzten Part den süßen Birdo besiegt und waren auch schon im Schloss so ein bisschen unterwegs, in Schloss Nimbus. Königin Valentina, eure Hoheit. Dieser Mario, der die Grinch-Piranha erlegt hat, er ist hier, Summ, hier im Palast. Mario, wer oder was ist ein Mario? Nun, oh, ein fluffiger, völliger Schnurrbart. Hervorlugende Koteletten und zwei mächtig sprungverdächtige Beine. Kommt mir bekannt vor. Ob ich diesen Mario nicht vielleicht irgendwo schon mal gesehen habe? Als goldene Statue. Ich weiß, die Statue, die Garo heute geliefert hat. Summ, summ, summ. Und was machen wir nur? Was machen wir denn jetzt nur, Majestät? Na, gewiss nicht hin und her brummen und mich anjammern, kapiert? Außerdem, ich sehe die Sache entspannt. Ohne den Schlüssel, den ich hier habe, macht der König keinen Schritt aus seinem Gemach. Was zum. Er wollte sie, glaube ich, gerade picken, irgendwie mit dem Schnabel, oder? Der Dodo irgendwie noch. Gibst du wohl Ruhe? Was hat denn die blöde Statue hier zu. Moment, das ist ja gar keine Statue, das ist Mario. Valentina, wir wollen den Schlüssel. Geben Sie ihn her, sonst. Autsch. Ich würde sagen, direkt abgepackt, aber welch freches Benehmen. Und wer zum Donnerwetter bist du überhaupt? Ich bin der echte Prinz, jawohl. Frecher Lümmel, du hast also gelauscht. Wie kannst du es wagen? Aber ich habe sie gar nicht belauscht. Sie schreit doch nur immer so laut. Ha, einfach keine Manieren. Ich gehe jetzt einfach und lass dich stehen. Man sieht sie hier, Pöbel. Ja. Und na, Sumbas. Und Valentina ist weggelaufen. Dann brumm ich lieber auch von hinnen. Okay, jetzt hauen sie alle ab. Denk mal, wir müssen direkt hinterher, oder? Oh je. Irgendwie ist uns wohl gerade unsere große Chance entgangen. Nichts wie ihr nach. Los, Mario, auf sie mit Gebrüll. Ja, würde sagen, schauen wir mal. Direkt hinterher, aber. Okay, speichern können wir auch noch hier. Das ist schon mal sehr cool. Würde sagen, machen wir nochmal direkt. Aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie irgendwie hier später ans Boss kommt. Aber ich vermute mal schon, dass die Königin irgendwann ans Boss vorkommt, oder? Besonders hinterher. Würde sagen, die Wachen versuche ich erstmal so ein bisschen zu umgehen. Da oben. Wie soll man. Ach, hier ist so eine Plattform. Und dann können wir nice mit dem Stern hier rumrennen. Neuer Level auf jeden Fall, Level up. Sternberg noch, schnell hinterher. Und sogar Geno Level up. Level 16. Machen wir auch erstmal wieder Kraft, aber. Also schön auf Kraft leveln. Hey, Peach sogar Level 20. Auch Kraft. Und er läuft jetzt gemütlich da die Tür rein, okay? Hätte man ihn mit dem Stern weghauen können? Oh, nicht gut. Da waren sogar zwei Truhen da oben noch. Und er fällt sogar durch die Wolke durch. Also ganz, ganz, ganz nach unten anscheinend bis hier. Ah, okay. Kommen wir dann wenigstens hier schon durch, weil da war eigentlich mal die Rede von der Quelle. Hier geht's zur heißen Quelle, aber nur Mitglieder der Königsfamilie dürfen darin baden. Und ihr seht nicht besonders königlich aus. Da können wir immer noch nicht hin. Okay. Frage, wo sind die gerade hin? Die müssen ja irgendwo jetzt hier runter gewesen sein, dann hier rum irgendwie.
glaube, hier ging es zur Weltkarte, dann müssen wir hier wieder hoch. Schauen wir mal. Irgendwo werden wir sie schon finden, oder? Na, da ist sie. Verehrte Valentina, da seid ihr ja. Erhabene Valentina, geht es dem König wieder besser? Und seine Gemahlin, der Königin. Was ist mit ihr? Und Prinz Mello ist er wohl auch? Wisst ihr, was ich glaube, Eure Hoheit? Aber nicht nur das. Und außerdem, aber wenn man bedenkt. Ja. Klappe halten sofort. Euer stupides Geplapper, reine Zeitverschwendung. Und nun stehe ich hier, muss mir eure Einfältigkeit anhören und... Da kommt Mario und hat mich eingeholt. Ja, easy. Würde ich sagen, Dodo, Dodo. Ja, wo steckt die Nebelkrähe? Dodo, hast du Wolken auf den Ohren? Komm sofort her und hilf mir, Mario zu unterhalten. Wo steckst du? Beweg dich. Okay, somit der große Kampf gegen Valentina, Königin Valentina. Wie sieht die komisch aus? Dodo, Dodo, ich warne dich. Ah, da ist er. Steh nicht dumm rum, hilf mir. Das heißt, wir müssen jetzt gegen beide kämpfen, okay. Klar. Und er haut jetzt mit Mello ab. Ich glaube, das wäre dann jetzt irgendwie ein Einzelkampf anscheinend, okay. Krass. Mit Mello, schauen wir mal, haben wir Donnerstock, müsste eigentlich gut sein, oder? Das direkt mit Donnerstock drauf. Okay, Mello wurde immer gepickt. Aber hat noch gute Energie. Einmal so drauf. 52 immer einen Schaden. Oha. Müsst ihr immer nur schauen, welche Attacken einsetzt. KP-Regen kann ich mit Mello zum Glück einsetzen. BP haben wir noch 30. So also Moment zumindest. Jetzt wieder aufgefüllt. Oh nein. Oh, jetzt kann ich gar nichts machen, außer Reinigungssaft könnte ich einsetzen. Heilt Statuseffekte ist an, wenn das im Kampf. Müsste eigentlich klappen, oder? Denke ich mir zumindest mal. Ich sehe gerade Rosaria ist mit dabei. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Wir sind gerade mitten dabei, hier die Königin Platz zu machen. Beziehungsweise der Dodo hat gerade Mello entführt. Wie wir gerade sehen. Und muss so ein bisschen schauen, dass sie ihn bekämpft jetzt erstmal. Ja, Moment, ein Einzelkampf. Nein! Och nö. Er hat gerade wirklich Mello geschafft, oder wie? Nicht so gut. Oh, das ist natürlich nicht gut. Da wünsche ich natürlich gute Besserung, wenn es dir nicht so gut geht. Okay, so steigt der Level, Punkt für Punkt. Ja, jetzt müssen wir tatsächlich die Autospeicherdatei haben. Okay, ist ja nicht so schlimm. Wir sind da gerade frisch angekommen, nur schnell wieder hoch. Weil die Texte lese ich bis dahin natürlich nicht nochmal neu. Die kennen wir. Also das, was wir jetzt alles sehen hier. Aber man darf, da muss man wirklich schauen, dass man mit Dodo überlebt. Mit Dodo, mit Mello. Gegen Dodo. Danke dir, und ich gehe heute bald schlafen, okay. Gut, das wie gesagt, kennen wir die Texte lesen natürlich nicht erneut. Alles, was wir schon gesehen haben, gerade eben. Das nur schon durchdrücken. Und mal schauen. Aber der Dodo, wie gesagt, der ist hart. Kann ich zum Anfang des Kampfes? Ne, konnte ich nicht. Also ich kann auch die Charaktere zum Anfang gar nicht auswechseln im Moment noch. Hätte ich eben unten sonst machen können. Wollte erst sagen, Mello gegen Bowser eventuell auswechseln. Also hier kann ich im Moment nichts machen. Gut, Dodo kommt. Und dann führt wieder Mello. Sonst müsste ich gleich schauen, wenn ich es wieder nicht schaffe, wechsle ich Mello natürlich aus. Weil hier ist er Einzelkampf. Aber schauen wir mal. Somit würde ich sagen, nehme ich mal Schneemeister. Als erstes. So, den linken Stick drehen, genau. Immerhin 112 Schaden. Das ist nur gefährlich. Jetzt setzt er das ein.
Reinigungssaft einmal einsetzen. Müsste eigentlich klappen. Und immer schön abwehren. Da muss man wirklich dran denken, dass man mal den A-Knopf drückt. Okay. Ja, wieder Schneemeister. Im Kreis drehen. Okay, perfekt sogar. Und immerhin 131 Schaden. Gut, dann würde ich sagen, nämlich nochmal direkt selber Attacke. Weiß nicht, wie viel Energie Dodo hat. Aber wir werden es noch rausfinden. Ich hoffe nur, dass er mich nicht kriegt. Gut, perfekt. Ah, abgewehrt. Und das nervt natürlich auch, wenn er das einsetzt. Okay, ich habe leider keinen Reinigungssaft mehr. Yoshi-Keks. Ruft im Kampf ein Yoshi herbei. Könnte man natürlich auch dreimal einsetzen. Schlafbombe wäre für Dodo. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich versuche. Ne, währungslos? Okay. Jetzt muss ich Mello, würde ich sagen, direkt heilen. Toll. Wie kann ich jetzt dieses Statuseffekt wegmachen? Ah, jetzt ist es weg, okay. Ja, immer noch nicht. Ah, jetzt kann ich angreifen. Gut. Ärgerlich ist so gerade, ich müsste BP auffüllen. Blitzgewitter würde natürlich auch gehen, schauen wir mal. Zieht nur 25 ab. Und er macht extrem Schaden, Oh, das ist ja nervig mit dem Statuseffekt hier. Jetzt hat er es wieder drauf. Gut, ich müsste sowieso schauen. Honigsirup stellt nur 10 wieder her. Kristallwasser, das ist die Grundroute. Ja, nehme ich erstmal kurz Honigsirup, so dass ich gleich zumindest Busche angreifen kann. Sonst immer so normal draufhauen, aber. Normal kann ich sogar so zuhauen. Ah, okay. 52 Schaden. Und er haut ab. Okay. Das ist schon mal gut. Und der Einzelkampf mit Dodo und Mello ist schon hart, muss ich sagen. Geysirgewalt setzt zu allen. Okay. Zum Glück haben wir Peach mit drin. Mit Mario würde ich sagen Ultrasprung. Jetzt habe ich nur ein BP, ne? Oha. Ich weiß nicht, ob das hier was wert. BP kann ich überhaupt noch heilen? Hä, wir hatten doch eben noch Ahornsirup und so. Ich habe jetzt nichts zum BP heilen, super. Müsste ich eigentlich so immer draufhauen und Pilze einsetzen. Pilze aber nur 6, okay. Pilze auf Mario. Der Kampf wird schwierig, wie gesagt, da ich nichts für die BP mit hatte. Ne? Na gut, das zieht auch gut ab. Das sei ja auch 138 Schaden. Triotechnik müsste ich gleich schauen, könnte man. Ja, könnte ich einsetzen. Sporteil zur Hilfe, was er wohl nützlich ist für dich hat. Machen wir mal. Ah, okay, da kriegen wir ein Item. Ein zufälliges, ne? Sternchen. Wäre Glückssternchen, okay. Garantierter Aktionsbefehl erfolgt für zwei Runden, stand da eben irgendwie. Okay, weiter drauf. Blütenbüll setzt er ein. Und hat auch gut was abgezogen. Nein. Das ist ein Scherz. Aber ich kann noch wechseln. Das ist sehr gut. Dann Bowser reinholen. Oh, Mario müsste dann auch gleich rauswechseln. Hammer. Und Dodo ist auch wieder durch. Dodo, du hast verloren und so schnell. An meine Seite, du Federkugel. Sehr cool. Übrigens, der Dodo.
Gut, somit Mello wieder drin, aber immer noch mit Status-Effekt. Mello könnte eigentlich. Moment, Gedankenleser. Ich schau mal kurz Valentina, wie viel KP sie noch hat. Ich hoffe, er hat nicht so viel. 1110 KP hat sie sogar noch. Der Kampf wird schwieriger als im letzten Part mit dem Birdo im Schloss, ne? Ja, gefährlich. Und alle eingepennt, okay. Muss ich schauen, ich könnte Geno noch reinholen. Aber kann keine BP heilen, ne? Und es soll eine neue Switch rauskommen, weißt du ab wann? Also ja, die ist auch schon ewig in der Entwicklung. Die werden auf jeden Fall rauskommen. Also ich vermute, ich denke mal dieses Jahr, also Ende 2024, vermuten ja sowieso die meisten, weil die erste Switch wird ja zum März, das war 7 Jahre sind das schon, ne? Also ich vermute schon, bis Ende des Jahres denke ich mal schon, dass sie irgendwann auch, also zwischen März und Sommer, denke ich mal, wird die auch angekündigt. Aber da bin ich auch schon mega, mega gespannt drauf. Ich hoffe auch, dass sie abwärtskompatibel ist zur normalen Switch und so. Hier muss ich jetzt schauen, Medium Pilz. Könnte man natürlich erstmal Mario machen. Da brauche ich mehr Heilung. Hier extra Item für dich. Gut, hier kann ich jetzt gar nichts machen, außer wechseln. Bringt aber nichts, das heißt weiter. Ich kann auch die Status-Effekte. Moment, nicht heilen. Hier kann ich jetzt auch nichts machen, super. Kann nichts heilen und nichts machen und austauschen über nichts bringen, weil die unten. Peach ist auch ein Pilz im Moment. Ja, kann ich noch weitermachen. Ich kann mit niemandem irgendeine Aktion machen gerade. Klar. Bowser tot. Kein einziger von allen ist aufgewacht, ne? Mario ist aber wieder da, okay. Das ist schon mal gut. Dann muss ich schauen. Medium Pilz auf Mario erstmal so. Das ist hart gegen die beiden hier, oder? Gut, das muss ich mir erstmal konzentrieren, kann man fast sagen. Bin voll gespannt. Ja, ich auch, wie gesagt. Also, ich bin mega, mega gehypt. Wie gesagt, ich hoffe auch, dass man die alten Spiele auf der neuen natürlich auch spielen kann. Aber ich behalte sowieso auch die alte Switch. Trotzdem wäre das cool, wenn man auf der neuen, ja, natürlich auch die alten Spiele zocken könnte. Wäre natürlich auch sehr cool, ne? Kann höchste ausnehmen, müssen wir weitermachen, super. Der trifft mir auch noch. Sie hat eine mega nervige Attacke und Mario ist auch eingepennt, super. Das ist ein Scherz jetzt. Kann das nur hin und her wechseln, super. Bowser. Auswechseln oder liegen lassen? Ich würde sagen, erstmal liegen lassen, dann kriegt der andere keinen Schaden. Das ist hart. Wir haben ja bisher den schwersten Gegner im Moment. Den schwersten Boss, kann man eigentlich sagen, ne? Peach ist immerhin wieder da, aber ich kann keine BP einsetzen. Dann würde ich sagen, Moment. Muntermacher hätte ich. Erstmal Mario. Ja, nützt nichts. Ich versuche natürlich durchzuhalten, den Kampf zu gewinnen. Wenn das nicht klappt, müsste ich schauen, dass ich erst neue Items kaufen im Shop und so. Bowser würde ich sagen, erstmal liegen lassen. Ja, lassen wir liegen. Klar. Einmal Schelle. Und immer schon auf Valentina drauf, würde ich sagen, erstmal. Weiter drauf. Ja, super. Wie gesagt, Ahornsirup wäre nützlich hier im Moment. Oha. Gut, jetzt muss ich gleich schauen. Mit ihr erstmal heilen. Zum Glück haben wir noch ein paar Pilze. Ihn lassen wir liegen.
Nicht wahr? Und Mario down. Okay, Muntermacher. Oder ich mache auch gleich direkt Muntermacher auf Bowser noch mit drauf. Wäre eigentlich ganz gut, oder? Und jetzt habe ich zumindest richtig abgemappt, oder? Und nicht wahr. Das ist mega nervig, die Attacke. Jetzt beide am Pen. Kann nichts machen, okay. Als Bowser erstmal liegen lassen. Und Bowser wieder beleben. Gut, jetzt haben wir zumindest drei wieder mit drin. Medium Pilz, Minister Peach Armor. Dann muss ich gleich schauen, dass ich zumindest mit einem irgendwie drauf hau, oder? Wieder Schimmerblase. Mega nervig. Peach kann auch draufhauen. Mario ist aber auch gleich down dann wieder. Und könnte ich auch wieder beleben. Dann erstmal drauf. Ja, Bowser, wie gesagt, können wir ja nichts machen. Alles weiter. Okay, Mario, Muntermacher, haben wir noch zweimal keiner wiederbeleben. No, no. Ich weiß nicht, ob wir den Kampf schaffen. Oh, die nervt mit ihren Attacken. Wieder eingepennt. Ich habe noch einmal Muntermacher noch. Super. Das gefällt mir gerade gar nicht. Medium Pins könnte ich natürlich einsetzen, aber kann ich wieder nicht angreifen. Wenn sie nicht die nervige Attacke ständig machen würde mit dem Einschläfern und dies und das. Diamantsäge. Das hat sie zum ersten Mal gemacht, aber mit Mario hau ich einmal drauf jetzt drauf. Immerhin 100 weg, okay. Und ein Pilz nur noch. Dann würde ich sagen, einmal auf Peach. Wir halten uns im Moment gerade noch so einigermaßen über Wasser, aber ich glaube, das könnte sein, dass wir das nicht schaffen. Wir hätten auch noch so viel KP gehabt, ne? Wir hätten auf jeden Fall mehr Items haben müssen. Gut, Bowser ist down, könnte man auswechseln, aber lass er erstmal. Wieder Energie-Eruption, okay, gerade noch so am Leben. Muntermacher 2 noch. Okay, wiederbeleben, draufhauen, wiederbeleben, draufhauen. Was anderes kann ich im Moment nicht machen. Daneben sogar. Okay. Und dann noch der Dodo, ey. Mit seinem Schnabel immer. Mario auch down, ist nicht wahr. Und mit Bowser kann ich natürlich nichts machen. Heißt, ich kann noch weitermachen, abwarten. Okay. Noch nicht aufgewacht. Ist nicht wahr, oder? Und nur noch Geno ist jetzt drin. Und ich kann nichts machen, weil er pennt. Super. Ich kann doch nicht mal jetzt einen wiederbeleben. Ist nicht wahr. Und natürlich somit leider Game Over. Ist nicht wahr. Glaub's nicht. Ja, wie gesagt, ich hab's schon irgendwie so halbwegs vermutet, dass wir es eventuell nicht schaffen. Aber da muss ich halt erst irgendwie in den Laden. Also wenn wir jetzt hochgehen, wäre ärgerlich. Wir können aber hier direkt zur Weltkarte. Das ist ganz gut. Wir müssen nur einmal, ich würde sagen, unten in die eine Stadt, aber auch einen Shop, ne? So ohne Ende von diesem Ahornsirup, dann werden wir es auf jeden Fall schaffen. Das heißt, wir waren eigentlich noch nicht gut ausgerüstet. Ja genau, Küsten steht. War einmal schnell rein. Aber hart, muss man dazu sagen. Wirklich hart auf jeden Fall. Ne, wo war der Shop hier nicht? Das ist nur das Gasthaus, stimmt. Hier.
Okay, schauen wir mal. Waffen, Kleidung. Oh ne, Waffen, Kleidung erstmal nicht. Brauche ich nicht. Rüstungsgeschäft. Wo gibt es denn normale Items? Haben die keine Items? Ah, hier. Okay, das heißt einmal rüber. Hast du Pilze für mich? Ja, habe ich. Nö, Fehlanzeige. Hä? Was möchte er jetzt mit Pilzen? Machen wir mal, ja, habe ich. Hey, du hast ja kein einziges Pilzchen. Dann, bis dann, Kumpel. Schau mal wieder rein. Was für Pilze möchte er haben? Nö, Fehlanzeige. Ach, hier kann man irgendwie nur Pilze zu ihm bringen, irgendwie. Habe ich gerade auch gar keine Ahnung mehr, warum das so ist. Hier haben wir Zubehör, genau. Schauen wir mal. Das sind auch keine normalen Items. Ne, dann ganz links rüber. Was konnte man hier denn noch machen? Er will irgendwie Pilze haben. Das ist der Lebensmittelmarkt. Gut, wir brauchen ohne Ende von Ahornsirup, ne? Kostet 30. Wir haben 399 Münzen. Ja, wäre ja ganz gut, weil wie gesagt, das ist das Einzige, was eigentlich gefehlt hat. Das heißt, Ahornsirup könnte ich. Also 10 Stück könnte ich mitnehmen. Ich weiß nicht, ob würden 8 reichen. Nimm mal 8. Aber noch 159 Münzen haben wir über. Reinigungssaft vielleicht auch nochmal 2, 3 mit oder so. Die kostet sogar voll wenig, die Teile. Nehmen wir mal 10 mit oder 9. Okay, und Medium Pilz kostet 20. Das heißt nochmal 3 Medium Pilze. Also man kann immer im Besitz nur 10 mitschleppen, okay. Muntermacher. Was auch nur so wenig. Kann nur einkaufen. Also Muntermacher kann man dann nur 6 mitnehmen, okay. Dann doch nochmal Ahornsirup mit. Und noch ein paar Pilze, die kleinen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genügend Items. Würde sagen, sogar nochmal schnell im Gasthaus speichern zur Sicherheit und dann wieder hoch zu ihr. Ich hätte nicht gedacht, dass der Kampf so hart wird. Ja, wenn wir sie geschafft haben, kriegen wir wahrscheinlich auch den nächsten Stern. Bin mal gespannt. Dann gibt es ja nur einen einzigen Stern, ne? Weil die anderen 5 haben wir. Das wäre Nummer 6 und dann gibt es ja den 7. Ne? Okay, somit erstmal wieder hoch zum Nimbusland. Moment. Muss mal kurz die Gruppe Aufstellung kurz mal verändern. Ja, Mello hat auch nur Level 16. Okay, Bowser geht nur auf. Ich würde aber sagen, ich hau Bowser erstmal mit rein. Gut, Texte kennen wir. Das heißt, ja, die Texte werden wir natürlich erstmal wieder überspringen. So, das hier haben wir alles gelesen. Gut, somit richtiger Anlauf mit richtigen Items. Alles schon erstmal abgestaubt im Laden. Zumindest, ja, das Gute war, dass ich natürlich noch Münzen hatte und so. Zum Anfang kommt Dodo ja wieder. Ich bin mal gespannt, ob er Bowser schleppen kann. Aber ich denke mal auch schon, dass er Bowser schleppt. Weil eben hat er immer Mello weggeholt. Und somit Runde 3 ist es noch. Oh, Dodo, ich warte dich. Ja, er nimmt immer den Charakter, der in der Mitte steht. Okay. Das ist eigentlich ganz gut, dass ich dann jetzt Bowser dort habe. Ich hoffe doch, dass es gut ist. Hier kann ich jetzt nämlich schön mit Bowser draufhauen. Immerhin 100 Schaden. Okay, 27 hat er abgezogen. Technik ist die Frage. Ich weiß nicht, ob bei Bowser die jetzt gut sein würden. Deswegen würde ich sagen, normal drauf.
Eine Keule. Und so einfach mit dem Stachelteil. Das ist natürlich auch mega nervig. Aber wir haben zum Glück Reinigungssaft, ne? Klar. Reinigungssaft wieder einnehmen. Und hoffen. Okay, diesmal hat er nur zugehauen, das passt. Dann war da drauf. Ah. Ich wollte gerade sagen, ey. Lieber erst schnell heilen. So, so mit 128 KP wieder. Na, und sie gleich ständig mit ihrer Blase da gleich. Denk mal, das wird auch nicht so einfach. Auch wenn wir jetzt die Items haben. Gut, erstmal nochmal drauf. Aber haben ihn, okay. Ich würde sagen, passt. Jetzt kommt nämlich der richtige Kampf. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber diesmal haben wir genügend Items mit. Müsste eigentlich. Triotechnik könnt ihr gleich schauen. Hätte ich im Moment der Tor, könnte ich zur Hilfe holen, hatte ich eben gemacht. Aber ich glaube, ich lasse das diesmal erstmal. Mit Mario direkt drauf. Jetzt haben wir genügend Sirup mit. Klar, meistens schaffe ich nur 10 mal, aber hat immerhin was gebracht. Psychobombe. Ich würde sagen, direkt drauf, oder? Ich würde sagen, ich gehe aufs Ganze und hau einfach drauf. Muss ja immerhin. Ja, 160 Schaden sogar. Sehr cool. Da sieht man auch gar nicht, wann man A drücken soll bei der Attacke, die sie dann macht. Feuerball, ich würde sagen, einmal mal Feuerball testen. Sieht 64, aber okay. Gruppenknuddel mit Peach. Passt, das müsste ich gleich schauen. Ja, am besten natürlich Sirup einsetzen. Ne? Ahornsirup hatten wir das. Na, hier, 9-mal haben wir mit, das ist ganz gut. Und Peach zieht sogar 147 so ab mit normaler Attacke. Ich würde sagen, wieder Ultrasprung. Mal schauen. 9, 10. Na, immerhin. 11-mal stand da eben. 190 sogar mit einmal so draufhauen. Gut, wie gesagt, ab jetzt wäre es natürlich wieder schwieriger, jetzt sind wieder zwei drin. Aber sie müsste jetzt auch wieder so ungefähr 1100 an KP haben. Das heißt, ich wechsle ganz kurz Bowser direkt aus zu Mello. Ja, mach mal Gedankenleser wieder auf Valentina, schauen wir mal. Na, 1166 so wie eben ungefähr. Das heißt, jetzt schön immer draufhauen. Ja, nur Mello müsste erstmal gleich wahrscheinlich wieder raus. Gut, immerhin beide getroffen. Psychobombe würde ich sagen mit Peach auch direkt drauf. Fast perfekt. Und zieht immerhin 155 Schaden an. Frage ist gerade, Moment. Ich habe ja hier heile alle Freunde mit der Macht des Regenbogens im Moment. Ich würde sagen, das setze ich direkt mal ein. Die Trio-Technik, mega cool. Somit werden wir einmal so gesehen umsonst geheilt. Gut, passt. Und sogar daneben einmal.
Ja, würde sagen, Ahornsirup natürlich wieder einnehmen. Und mit Peach würde ich sagen, Psychobombe. Immer schön die Attacken, die schön für abziehen, würde ich sagen, oder? 168 Schaden. Das war gerade nicht so gut. Ich wechsle Mello mal zu Bowser. Was ist nämlich Erdkracher? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Die Erde bebt. Drücke A-Berin, Steinspitzen, die Erde durchbrechen. Machen wir mal. Wenn das bei ihr überhaupt klappt. Ah, 53 nur, okay. Ah, Diamantsäge. Gut, gerade so überleben. Mit Peach noch mal Gruppen heilen. Also ich muss sagen, mit Items geht das. Also jetzt bis jetzt haben wir uns ganz gut geschlagen. Weiß nur nicht, wie viel der Dodo noch an KP hat. Oh, nochmal schon Ahornsirup. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir es vielleicht diesmal schaffen. Erdkracher setze ich glaube ich diesmal nicht ein. Also Giftdampf und Furchteinflößer hätte man dann noch mit Bowser, aber ich hau lieber so drauf. Klar. Und natürlich daneben. Und einmal Schelle. Ich denke mal schon, dass wir sie gleich haben. Und zumindest Valentina. Wie viel Schaden steckt die bitte einer? Gut, Marius down, das heißt Muntermacher. Klar, wieder daneben, ohne Schelle. Ja, zum Glück haben wir im Hintergrund auch noch die drei anderen, die wir immer auswechseln können. Ich fasse es nicht. Sagt genau. Mir reicht's. Los, Dodo, wir verschwinden. Ein süßes Lebewohl. Haben wir sie geschafft? Okay, mega cool. Das heißt, Dodo muss man gar nicht extra noch besiegen. Okay, somit flattern sie einmal davon. Mit Dodo 200 Münzen sogar bekommen insgesamt. 54 Erfahrungen. Und alle haben einen Aufstieg. Das ist sehr viel Erfahrung natürlich. Nice. Mega harter Kampf. Wie gesagt, mit Items machbar. Ohne Items auf jeden Fall nicht so ganz machbar, wie wir eben gesehen haben vorhin. Oh je, da fliegt sie hin. Beeilung, wir müssen ihr nach. Sie hat den Schlüssel, den wir brauchen. Autsch. Aua. Das heißt, wir können jetzt den König rausholen, ne? Nanu, schau nur, Mario. Oh, sehr geil. Ich würde sagen, direkt hinterher, oder? Hey, Mario hat das den Schirm von Peach. Ja. So regnet. Ja. Auch sehr cool. Warum hat er den Schirm von Peach in der Hand? Normalerweise gehört er Peach, ne? Ja, somit Tatsache, da sind sie. Mama, Papa, ich möchte euch jemanden vorstellen. Und zwar meinen Freund Mario. Meine anderen Reisegefährten. Hört, hört. Ich bin Mellos Vater, König Nimbus. Ach, wie können wir euch nur jemals danken? Ich grüße euch. Hab Dank für die Hilfe, die ihr meinem geliebten Kind geschenkt habt. Wartet, ich stelle sie euch alle vor. Dies ist Prinzessin Peach aus dem Pilzpalast. Huch.
Ach, man hört ja so viel über euch. Dürfte ich vielleicht ein Autogramm von euch haben? Aber Liebster, nun bring doch unseren Jungen nicht gleich in Verlegenheit. Aber ich, na gut. Und der erste freundliche Herr mit dem Schnauzbart. Und das ist Mario, er hat mir ganz viel geholfen. Mario? Etwa der Mario? Der springende, hüpfende Mario? Ui, ui, ein Autogramm bitte. Oh, Liebster. Na gut, aber Mario, könntest du mir vielleicht einen der weltberühmten Sprünge zeigen? Nur so einen ganz kleinen Hopser? Das war aber großer eigentlich. Einfach fantastisch. Das da hinten ist Bowser, der Anführer von Bowser's Schergen. Na sowas, noch eine Berühmtheit. Ich werde verrückt bei so viel Prominenz. Bowser, würden Sie mir vielleicht ein Auto... Nein, nicht mal ein winziges Streichelchen? Na gut, na gut. Und mein vierter Gefährte ist Geno. Geno kommt aus dem Sternenhimmel. Aber das habe ich euch ja schon erzählt. Genau, die Geschichte von der Sternenschranke. Und wirklich furchtbare Sache, ja. Nicht Sternenschranke, eure Hoheit, Sternenstraße. Na, wollte ich auch gerade sagen, Sternenschranke, hä? Stimmt, Sternenstraße, ja. Naja, da wir gerade von Sternen sprechen, vor einiger Zeit ist ein großer Stern vom Himmel in den Vulkan ganz in der Nähe gefallen. Und was? Oh, das war ganz sicher ein Sternstück. Aber Liebste, im Vulkan lebt doch der schrecklichste Kaiserdrache. Den Stern von dort zu bergen, das wäre doch fast unmöglich. Fast unmöglich. Wenn ihr wackeren Helden fest zusammensteht, könntet ihr den Drachen vielleicht besiegen. Ich sag's euch, als ich noch jung war, da hätte ich... Naja, Liebster, gut, und ihr hört gut zu. Wenn ihr im Vulkan angekommen seid, dann sucht nach Nitro-Thor. Hä? Der wird euch helfen können. Was für ein Nitro-Thor? Hört sich schon mal mega interessant an. Aber zuvor solltet ihr unbedingt mal in unserer heißen Quelle baden. Die ist nämlich der Stolz von ganz Nimbusland. Oh, sehr cool, da kommt man dann jetzt auch direkt hin. Aber haben wir bis jetzt noch keinen. Wir haben bis jetzt noch keinen weiteren Stern bekommen, ne? Seid alle schön vorsichtig auf eure Reise, ja? Sind wir Mama. Aber zurückkommen werden wir aber erst, wenn wir den Stern gefunden haben. Okay, das heißt, der nächste Stern ist dann doch erst im Vulkan. Ich hätte gedacht, dass wir hier jetzt sogar noch einen bekommen, aber okay. Das heißt, immer noch ganze zwei Sterne, die uns fehlen. Sohn, als ich noch in deinem Alter war, da war ich genau wie du. Ach, ich bin ja so stolz auf dich. Die heiße Quelle wird dir sicher ebenso gefallen wie mir, als ich noch ein junger Bursche war. Geht durch die Tür. Gleich hinter uns, dann ist es nicht mehr weit bis dorthin. Ja, stimmt, da sind wir vorhin durch und runter gefallen und so, dies und das. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann kommt ihr sofort zu uns zurück, verstanden? Wir werden alles tun, um euch zu helfen. Okay, das heißt, wie gesagt, der nächste Stern ist tatsächlich dann erst beim Vulkan anscheinend. Wie gesagt, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir hier sogar einen bekommen, bei der Valentina hier. Haben wir schon so fleißig gegen die gekämpft? Hey, die Truhe ist wieder aktiv. Nice. Gut, schauen wir mal. Also zur Quelle kann man jetzt auch hin. Und wie kommt man eigentlich hier oben? Hat man gesehen, genau hier sind auch noch Truhen. Wie kommt man zu diesem Bereich? Hier fällt man auch durch. Also vier Truhen, die man sich dort irgendwie holen könnte. Gut, schauen wir mal. hier geht's zur heißen Quelle, aber nur Mitglieder der Königsfamilie dürfen darin baden und ihr. Ui, das ist ja der Prinz Mello. Also der echte Prinz Mello.
Verzeiht, wir wollten euch ja erst nicht einlassen, aber wo ihr so vorne steht, ja, war schon irgendwo irgendwie klar, dass der Riesenvogel nicht unser Prinz war. Ach, das macht doch nichts. Aber dürfen wir vielleicht rein? Jetzt vielleicht rein. Aber selbstverständlich, eure Hoheit. Bitte einzutreten, Hoheit. Und wir wünschen euch recht viel Vergnügen. Passt nur bitte auf, dass niemand hinunter in den Vulkan fällt. Okay, von dort kommt man dann auch zum Vulkan anscheinend, oh. Oh, sehr cool. Also hier wäre die heiße Quelle. Könnte man dann auch so Energie auffüllen anscheinend, aber war mal volle Energie. Die Statuen übrigens von König Nimbus. Aber schon mal cool, so haben wir Nimbusland bis zu den König befreit. Hier so ein Zettel. Oh, Gefahr. Ein Schritt von dieser Wolke und sie landen im Berg Furio. Ah, okay. Das heißt, hier müssen wir dann durch. Meine mal einen Screenshot, nicht, dass ich es vergesse oder so. Also hier gehe ich natürlich jetzt noch nicht weiter in diesem Moment, weil das wollen wir natürlich dann demnächst, würde ich sagen, im nächsten Part. Aber sonst wäre hier nichts Neues. Hier oben könnte man noch schauen. Wie gesagt, da wären ja eigentlich diese vier Truhen, aber die sind da, wenn man oben runterfällt, zwei Ebenen über uns eigentlich noch. Problem ist, wenn man hier drauf springt, kommt man da ganz nach oben hin. Was mir noch einfällt, es gab hier oben so eine Busstation irgendwie oder so eine Bahnhofstation. Kann man die nutzen? Ja, hier sind wir mal hin. Und da war er hier. Der Bus befindet sich in Reparatur. Ah, okay. Das heißt, da gibt es dann später noch einen Weg, wo wir wahrscheinlich dann ins, in noch ein Gebiet kommen. Okay. Da können wir eigentlich im Moment gar nichts machen. Sonst ist aber auch nichts Besonderes hier. Frage, wie gesagt, ist nur, ich hätte gerne die Truhen. Hier runterspringen, kann ich nicht. Wie kommt man da zu den Schatztruhen? Hier kommt man hochgeklettert. Item Pilzladen. War ich eigentlich, Moment. War ich hier schon drin? Ach, da ist er hier. Was macht er denn hier, der Kroko? Matakchen, so sieht man sich wieder. Das ist ein reiches Land, tonnenweise Zaster und ich will alles davon. Aber hey, in Arbeit darf das nicht aussagen. Diese Apparatur hier, damit findet man die versteckten Schätze. Und dann gehört alles mir, alles. Mir, schön mit Öl, ihr Namen. Okay, und hat sogar irgendwas fallen lassen gerade. Ein Echo-Alarmring gefunden, okay. Wenn du dieses Schmuckstück anlegst, hilft es dir, Geheimschätze zu finden. Ja, wir haben doch schon so einen Ring, mit dem wir Schätze finden, ne? Der Alarmring. Und er hat jetzt ein, was für ein Alarm? Das war aber noch ein Alarmring irgendwie. Hä? Müsste ja nicht doppelt anlegen, oder? Ich hab den da bei Mello angelegt. Ja, und unten links immer noch zwei Sterne fehlen. Okay, Vulkan wäre dann ein Stern, wie wir jetzt erfahren haben. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ein Gebiet. Aber schon mal cool, dass wir hier sogar noch was Gratis bekommen haben von ihm. Ja, im Schloss haben wir eigentlich alles abgesucht. Sind die Gegner eigentlich noch dort? Na, jetzt laufen wir die Bewohner rum. Mega cool. Könnte man natürlich auch nochmal schauen demnächst und so. Und speichern kann man irgendwo hier, ne? Haben wir hier eigentlich, ich muss mal kurz schauen. Oh, den Gesichtsausdruck kenne ich doch. Der sagt mir, ich suche was Bestimmtes. Und dann, was kann ich für euch tun? Gab's auch nur so Muntermacher, Reinigungssaft, Gruppenreinigung. Den Mega-Handschuh haben wir ausgerüstet, okay. Ja, ich glaube, hier waren wir schon drin. Stimmt, wo wir das eine Mal hier angekommen sind, neu in dem Gebiet. Das ist ja nur ein Gasthaus, also hier könnte man speichern, wie gesagt. Ja, das heißt, als nächstes geht es dann, wie gesagt, im nächsten Part auf jeden Fall zum Vulkan, was sich auch jeden Fall schon sehr, sehr, sehr interessant anhört, auf jeden Fall.
Ja, ich wollte aber sagen, hier an dieser Stelle war es das zumindest mit Mario RPG. Ich weiß nicht noch, ob jemand da ist, weil ich bin gerade überlegen, ob ich noch ein bisschen Palia spielen soll. Aber es ist auch schon wieder so spät, ne? Also man könnte natürlich auch ganz, ganz kurz nur Palia machen. Man muss also nicht eine ganze Stunde, so eine halbe Stunde oder so, muss ich schauen. Also zumindest mit Mario war es das. Ich würde sagen, ich lege eine Pause ein. Und dann scheint natürlich in der Pause, wie gesagt, wir können dann ganz kurz eine Quest machen oder irgendwas. Und ja, wie gesagt, wir werden natürlich demnächst auf jeden Fall immer so ein Part zu Mario machen, weil das Game ist auch gar nicht so groß. Da werden natürlich noch ein paar wenige Parts kommen. Aber es gibt nur noch diese zwei Gebiete mit den zwei Sternen, die wir brauchen. Dann hätten wir das Game auf jeden Fall durch, ne? Gut, dann würde ich sagen, ja, kurze Pause und bis gleich dann.